Immer weiter vorarbeiten. Speedbike. Ich brauche einen scheiß Kasten, ich komme hier nicht rein. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play State of Mind. Folge 21, hier waren wir letztes Mal stehen geblieben, hier geht's direkt weiter. Oh, wir haben in der letzten Folge eine echt knallharte Entscheidung getroffen und ich weiß immer noch nicht, ob das Richtige war. Folge sehen Ahnung, das ist jetzt besser. Ah, Fork, Mann, Fork. So, warten Sie. Was denn? Würden Sie bitte Mary Satchel verständigen? Ich bin in Offline. Du brauchst doch wohl zuletzt Hilfe, du Verdammter. Die Frau ist schwer verletzt. Ja, die Frau. Medi Central Berlin. Sie sprechen mit Bot 34522. Ich melde einen Notfall. Explosion. Mehrere Verletzte. Bitte nennen Sie die Geolocation, Sir. Identisch mit meiner. Ich stehe direkt daneben. Ich verstehe, Sir. Rettungskräfte sind unterwegs. Danke für Ihre Meldung. Okay, ich hab das gemacht, was du wolltest. Immerhin war der Roboter daran interessiert, die Frau zu retten. Das fand ich sehr angemessen. Toter. Ach, Schande. Ist verstorben. Sie können ihm nicht mehr helfen, Sir. Ja. Versteckt sich. Wir brauchen so, den Chip. Haben Sie Kinder? Helfen Sie unseren Behörden, ja, sei das ruhig. Leben künftiger Generationen zu verbessern. Ja. Ist der gleichen Ansicht wie ich. Gib mir den Chip wieder. Oh, was will der? Ach. Warst du eben draußen? Hast du was von dem Anschlag mitbekommen? Ich war mittendrin. Oh Gott, alles okay? Die bringen Leute um, Carrie. Chip. Ach, das Modul liegt einfach da. Alles klar. Erinnerung dechiffrieren. Warum nicht? Okay. Roboterlab. Mal sehen. Okay, alles klar. Das ist es noch nicht. Okay. Das ist es. Aha, wen haben wir denn da? Oh mein Gott, wie soll denn das noch werden? Das ist es. Ich hab's. Wunderbar. Tracy. Das muss irgendein Kurzlab sein. Aber wo? Kein Name, keine Geolocation. Kurz Geheimlabor. Ich muss wissen, wo das ist. Ich bin sicher, dass Tracy und James dort sind. Gut. Gehen wir nochmal alles durch. Die Frage ist, was kann ich damit machen? Muss ich jetzt einfach da hingehen oder? Oh, die haben mittlerweile hier so ein. Das sagte der Avatar des Regierungschefs in seiner Rede zur Einweihung des Mobility Ports 2. Die Datenerhebung sei effektives Mittel zur Gesundheitsvorsorge. Währungsstufe 3. So wörtlich auch Nicht-Kolonisten profitieren. Natürlich haben sie die geschlossen. Ist ja schön. Die erfolgreiche Online-Welt Neverland steht vor dem Verbot. Wie die Ermittlungsbehörden mitteilen, habe sich das Spiel als Zitat. Kann ich das hier nehmen jetzt? Nein. Wir legen das Modul vielleicht in den Roboter ein. Richard, ein paar Männer waren hier und haben nach Ihnen gefragt. Was? Wer? Das haben Sie nicht gesagt. Was hast du Ihnen erzählt? Dass ich Sie seit Tagen nicht gesehen hätte. Es tut mir leid, falls ich Ihnen damit Schwierigkeiten bereitet habe. Mir war nicht klar, dass du lügen kannst. Diesen Männern auch nicht. Interessant. Am besten scanne ich alles Material an meinem Cloud-Hub ein. Okay, alles klar. Simon war im selben Kurzlab wie Tracy.
Mal sehen, ob ich einen Hinweis auf den Standort finde. Okay. Das kann nicht stimmen. Materie ist ein Gefängnis. KI-Forscher Kurt. Digitale Verbindung zu seinem Rückenmark, von der Hüfte abwärts gelähmt. Deswegen sitzt er im Rollstuhl durch seine Scheißversuche, Alter. Dennoch hält Kurtz an seinen Plänen fest, sich völlig zu erneuern. Ihm werde durch den Fehlschlag deutlich, dass Materie ein Gefängnis sei. Materie? Materie, Mauern, die Wissenschaft anders müssen. Geht das nicht? Auslesen von Gedächtnissen. Kurtz, synthetische Biologie, Heilungschance, Ersatz von degenerierender Hirnsubstanz und Tumorentfernung. Hirnareale möglich, Erinnerung implantierbar. Die Aufzeichnung aus Simons Modul. Jo. Es gibt viele, viel zu aufregende, wichtige Dinge, die wir tun können. Technologien, bla bla bla. Okay. Neuer Recherche. Singularität. Zeitpunkt mittels künstlicher Intelligenz rasant selbst verbessern und technischen Fortschritt beschleunigen, dass die Zukunft der Menschheit hinter diesem Ereignis nicht mehr vorhersehbar ist. Der prognostizierte Zeitpunkt der Singularität wurde mehrfach verschoben. Es wird vermutet, dass sie überraschend eintritt, selbst für die an der Entwicklung Beteiligten. Synthetisierungsverbot. Bla, ja, okay, alles klar. The Voice. Statt zu versuchen, ein Programm zu entwickeln, das das Hirn eines Erwachsenen simuliert, sollten wir nicht eher versuchen, das eines Kindes zu simulieren? Wenn dieses dann eine angemessene Erziehung und Ausbildung erführe, erhielte man das Gehirn eines Erwachsenen. Alan Turing. Alan Turing. Ich find's cool, dass er hier drin ist. Valerie von Stahl. Kryoschlaf. Unter Aufsicht von Kurt. Künstlerin in Kryostase begeben. Jo, das nehmen wir auch. Avatar-Projekt, Avatar 1, 2, 3, 4? Hologramm-Avatar. Hat er sich etwa scannen lassen? Walter O'Neill, Lul. The Voice, Recherche, Memo, Reprogenetik, Singularität. Joa, warum nicht? Kurt's Lab aus Walters Unterlagen. MTK. Keine Ahnung. Montauk. Das muss es sein. Da muss das geheime Forschungslabor sein. Okay, alles klar. Haben wir soweit? Ist hier noch was? Ich glaube, hier haben wir erstmal nichts gefunden. So, Richard, bist du wahnsinnig? Okay, Steve. Halt die Klappe und hör mir zu. Die Cops waren gerade hier. Deinetwegen. Was wollten sie? Du machst Witze, oder? Schon mal in den Newsfeed geguckt heute? Nein. Was ist denn los? Sag mal, hast du sie noch alle? Wie kannst du denn sowas hochladen? Ich habe nichts hochgeladen. Nein, natürlich nicht. Dieses Manifest, Richard. Da steht deine ID drunter. Oh, Kosowski. Das muss Kosowski gewesen sein. Was? Er hat meine ID geknackt. Du wirst als Terrorist gesucht. Das ist dir klar, oder? Die suchen dich, Richard. An deiner Stelle würde ich schleunigst verschwinden. Okay, Steve. Danke. Pass auf dich auf. Du auch. Fuck. Digga, wir sind richtig am Arsch. Wenn sie hochgeladen wurden und Breakpoint die Server findet, ich muss nach Montauk. Jetzt sofort. Wenn ich nur wüsste, wo das ist. Auf geht's, Freunde. Gibt es Probleme, Sir? Ich muss hier weg. Zu niemandem ein Wort, okay? Lösch deine Aufzeichnungen. Schalte dich auf Standby. Sir, darf ich eine Bitte äußern? Ja. Könnten Sie mir jetzt mein Memory-Modul einsetzen? Jeder von uns braucht Erinnerungen, meinen Sie nicht? Okay. Warte einen Augenblick.
So, das wär's. Ich danke Ihnen. Stimmt was nicht? Das ist ein leeres Modul, Sir. Es enthält keine Daten. Das kann nicht sein. Sie haben das Modul neu formatiert. Nein. Warum sollten wir? Steve hat... Er hat doch nicht etwa... Vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Gibt es denn kein Backup irgendwo? Ihr habt doch Server, oder? Nicht mehr für mich. Was genau fehlt dir denn jetzt alles? Ich erinnere mich nicht, Sir. Okay. Hör mal, das tut mir leid. Sie können nichts dafür. Trotzdem. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde weiter funktionieren. Wann kommen Sie zurück, Sir? Ich weiß es nicht. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Sir. Ja, das kann ich brauchen. Danke, Simon. Berlin. Die Terrorwelle in der westlichen Welt dauert unvermindert an. An zahlreichen Orten des Territoriums haben sich im Laufe der letzten 24 Stunden fatale Explosionen ereignet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, zeichnet sich inzwischen ein Muster bei den Angriffen ab. Offenbar versuchten die Täter, sicherheitsrelevante und teils als geheim eingestufte Rechnerarchitekturen zu treffen. Lydia. Hey, schön, dass du dich meldest. Hör zu, Lydia. Ich habe hier ein paar Probleme. Du musst mir helfen. Aha. Was ist denn los? Das muss ich dir persönlich sagen. Ich komme zu dir. Oh, wirklich? Wann denn? Mit dem nächsten Zug. Wow. Dann muss es ja wirklich dringend sein. Kannst du mich abholen? Natürlich. Du bist nicht mehr böse. Ich freue mich. Okay, ich muss los. Bis dann. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ihr Konto wird mit 25 Credits belastet. In einer ganz neuen Ecke hier. Das gefällt mir. Okay. Voller Kameras. Attention. This is the final fuck. Michelle Hunter, booked on flight Skyway 15. Also, komme ich hier nicht irgendwo anders rein? Please proceed to gate A immediately. Och nö, Digga, ich komme hier nicht, oder? Noch mehr Kameras. Na, jetzt komme ich hier nicht. Da komme ich nicht durch. Wo denn dann? Ja, auch nicht. Alles voller Kameras. Oh, okay. Dear passengers, if you're looking for souvenirs or snacks from travel, please visit our ample shopping area. Ah, ist ja schön. Attention. This is the final call for passenger Fred Collins, booked on flight Skyway 302 New York. Ihre Stimme für Berlin und die westliche Welt. Ja, warum soll ich denn das sehen? Blueprint. Die Terrorwelle in der westlichen Welt dauert unvermindert an. An zahlreichen Orten des Territoriums haben sich im Laufe der letzten 24 Stunden fatale Explosionen ereignet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, zeichnet sich inzwischen ein Muster bei den Angriffen ab. Offenbar versuchten die Täter, sicherheitsrelevante und teils als geheim eingestufte Rechnerarchitekturen zu treffen. Ja, ich komme hier nicht rein. Das Nanoscan-Programm zur Erfassung molekulargenetischer Daten von Bewerbern für die Marskolonien soll ab heute noch einmal bedeutend ausgeweitet werden. Das sagte der Avatar des Regierungschefs in seiner... Ich komme noch nicht rein hier. Scheiße. Wo ist der nächste Scheißkasten, Alter? Ey Junge, ich komme hier auch nicht hin.
Ah, doch, komme ich. Easy. Ah, da ist er. Muss mal kurz. Kommunikationsorganisationsstützpunkt für Cyber. Oh. Neverland ist durchaus nicht gerade erfolgreich, würde ich mal behaupten. So. Wir müssen jetzt hier mal ganz schnell was hacken. Wie Kurtz Robotics Factory mitteilte, sind die neuen Modelle den Base 5 Bots in jeder Hinsicht überlegen und vollständig vernetzt. Die Besitzer des Vorgängermodells können viele Ersatzteile, etwa Gliedmaßen für die neuen Bots, weiterverwenden. Zum Start der neuen Reihe haben die Behörden in vielen Städten eingerichtet, an denen alte Bots desintegriert und entsorgt werden können. Also. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Junge, sein Ernst? Ich komme hier nicht mehr zurück. Da komme ich nicht durch. Alles voller Kameras. This is the final call for passenger Diane Parker, booked on flight Skyway 235 to London. Ah, jetzt habe ich Ruhe. Komme ich jetzt hier unten durch? Ja. Schön! So! Was denn nu? Oh. Ein Zug. Was ist denn hier jetzt noch? Hä? Ah. Ah, ja. Attention. This is the final call for passenger Michelle Hunter, booked on flight Skyway 240 to Rome. Please proceed to gate A immediately. Ja, wie ist da nichts? Ja, wieso komme ich hier nicht weiter? Da komme ich nicht durch. Ach, hier. Oh, ja. Jetzt ist es hier wieder so ein. Einmal so. Gehen wir mal hier auf den Sack. Immer weiter vorarbeiten. Speedbike. Ich brauche einen scheiß Kasten. Ich komme hier nicht rein. Alles voller Kameras. Attention. This is the final call for passenger Fred Collins. Booked on flight Skyway 1232. Hey, und jetzt? Please proceed to gate A immediately. Es gibt ja hier irgendwo anders mehr so eine scheiß Kästen. Unsere Zukunft. Ja, ihr mit eurer Zukunft. Kann ich damit auch andere steuern zufällig? Ah. Hier kann ich durch. Hier kann ich durch. Ja, lass mich durch. Attention. This is the final call for passenger Rose Ford. Booked on flight Skyway 5042. Please proceed to gate A immediately.
Na, Richard? Wie läuft's? Probleme mit der Polizei, hm? Was willst du von mir? Reicht es euch nicht, dass ihr dieses verdammte... Ich will mich verabschieden. Was soll das heißen? Es sind ein paar unerfreuliche Dinge passiert, Richard. Allerdings. Wir hatten Kontakt zu Charlie. Und? Ich habe hier gerade ganz andere... Er war im Entree von The Present. Unser Kontakt hat 20 Sekunden gehalten. Dann ist er gelöscht worden. Jemand muss ihn verraten haben. Jemand, der über ihn Bescheid wusste. Damit habe ich nichts zu tun. Du bist der Einzige, der von Charlie wusste. Aber ich habe doch nicht... Ich meine, das kann nicht sein. Kurtz kann alles Mögliche aus ihm rausgepresst haben. Wir müssen jetzt losschlagen. Unsere Zusammenarbeit ist beendet. Moment mal. Deine falsche ID wird gelöscht. Wann? Ich hab's bereits veranlasst. Kann nicht mehr lange dauern. Also dann, viel Glück noch, Richard. Adam, was zur Hölle ist los? Was hast du getan? Hallo? Wer sind Sie? Was? Ist dir klar, was das bedeutet? Das ist mein Todesurteil. Ich kann nicht folgen. Kennen wir uns irgendwoher? Was zur Hölle redest du? Hast du Charlie verraten? Charlie? Ich kenne keinen. Wer sind Sie? Adam, hör mir zu. Tut mir leid. Verbindung fehlgeschlagen. Verdammter Mist. Ich würde erstmal ganz kurz sagen, Freunde, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann nämlich genau diese Stelle hier weitermachen und seid gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.